Okay, ich würde sagen, wir gehen in Gaming rein. Digga. Wir haben wieder ein neues Spiel, was wir ausprobieren, Chat. Und zwar ist es der Rasenmäher-Simulator. Hey, ich bin gespannt wie ein Bettlaken. Ich hab's gesehen und hab's bestellt. Hab ich Bock drauf. Okay, schauen wir mal. Okay. Neue Karriere erstellen. Mit Anleitung spielen. Anleitung natürlich überspringen. Firmenname. Wie nennen wir unsere Firma? Get on my Rasen. Spieler bearbeiten. Spielername. Das ist der Jürgen. Dann haben wir hier Spieleravatar. Oh, die sehen ja alle ziemlich hässlich aus. Oh, der sieht Real Talk aus wie Rumatra. Oder nicht? Ist Rumatra. Sieht aus wie Rumatra. Dann spielen wir mit Rumatra. Firma gründen. Keine Ahnung, welcher am besten ist. Der ist am teuersten, das Ding. Wir nehmen die drei. So. Let's go. Ich bin gespannt, Digga. Schnitthöhe 5 bis 6 cm. Empfohlene Mähzeit 26 Minuten. Okay, das bin ich. Moin, moin. Das sieht aber ganz cool aus. Aufsteigen. Ich drück auf Gas für die 500 PS. Boah. Hier stelle ich die Schnitthöhe ein. Ja, Messer aktivieren, gut. Ja, ich drück doch. Mit Viereck aktivierst du Messer und schaltest sie ab. Ja, ich drück Viereck. Er ist auf den Rasen. Ja, aber wie fahre ich denn? Der fährt nicht. Ich kann nicht fahren. Der fährt nicht. L2, ich drück alles. Ich habe alle Knöpfe gedrückt. Der fährt nicht. Was ist das für eine scheiß Lenkung? Drehzahl. Okay. Warte mal, wie mache ich die Kamera so? So. Ja, aber die scheiße. Geil, Digga. Okay. Was war jetzt hier Auftrag? Schnitthöhe 5 cm, 6, 7 cm. Die Kamera, warum ist die Kamera, das nervt ein bisschen, die J-Achse aktivieren. He tried it. So, sieht doch ganz gut aus, oder? So, und Abfahrt. Dann mähen wir mal eine Runde. Damit ja gar nichts. Achso, nicht aktiviert. Jetzt ist aktiviert. Let's go! Let's go, jetzt mähen wir hier den Rasen. Oh, geil, Digga. Boah, der macht ja ordentlich Tempo. Warte. Also die Lenkung und alles ist ein bisschen scheiße, Digga. Oh, ja, das befriedigt mich, sag ich euch so, wie es ist. Alles Stück für Stück. So, links müssen wir gleich nochmal richtig machen. Ah, geil, Digga. Als Vogelgezwitscher beruhigt auch ein bisschen. Moment, wir machen mal hier ein bisschen die Kante. So. Ich sag euch ehrlich, das Schlimmste am Rasenmähen, was mir passiert ist, ich habe Rasen gemäht, Digga, bin über einen Stein, also über einen dicken Stein gefahren mit dem Rasenmäher und der ist mir so gegen das Bein geschleudert. Also das hat richtig wehgetan, sag ich so, wie es ist. Da erschreckt man sich aber auch. Rückwärtsgang rein. Jetzt müssen wir hier nochmal ganz ordnungsgemäß. Hier. Gut, sieht gut aus. Nee, doch noch nicht. Ey, da müssen wir nochmal ran. So. Also die Kamera, muss ich sagen, sagt mir bei dem Spiel nicht so zu. Vielleicht ist das... Oh, scheiße, ich habe eine Blume kaputt gemacht. Ach, scheiße, auf die Nelken da oder was das da ist. Können wir mal Arsch lecken. Digga, das dauert ja... Nee, also das dauert ja ewig, bis die Scheiße hier komplett fertig ist, Alter. Ich mach das auch nicht richtig, glaube ich. Also nicht richtig gut. Ich finde, man kann auch noch nicht beurteilen, ob das ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist. So nach kurzer Zeit. Aber es macht jetzt erstmal so rein von der Optik und so keinen so verkehrten Eindruck. Gut, was soll ich sagen? Optik halt, Digga, wir spielen PS5, ne? Mach ich das gut, Chat? Ich mach's gut. Wer was anderes schreibt, kann mir mal am Arsch lecken. Kapi. Also, es ist verrückt. Es befriedigt mich sogar, obwohl es nur ein Spiel ist. Diese gerade Kante und so. Macht mich schon ein bisschen... Finde ich geil. Hol mal den Trimmer raus. Ja, die Kanten machen wir später. Erstmal muss die grobe Fläche gemacht werden, mein Junge. Erstmal muss ja die grobe Kante gemacht werden. So, jetzt machen wir hier nochmal die Kante. Und nicht die Blumen. Ganz vorsichtig. An der Kante. So, vernünftig. So, gut. Ganz schön reicher Bonze, der da wohnt, Digga. Oh. Ach, Mann! Ach, Digga. So, jetzt nicht die Pflanze kaputt machen. Ach, Digga, scheiß drauf. Jetzt aber nicht kaputt machen. Noch ein Stückchen. Weiter darf ich nicht. So, die Lenkung von dem Ding ist wirklich Mäuschenmeier. So, volle Kraft voraus. Also, ich sage euch ehrlich, vielleicht sehe ich das auch als einzelne Person nur so, aber auf einem Rasenmäher, motorisierten Rasenmäher, durch seinen eigenen Garten zu fahren und den Rasen zu mähen, ist somit ziemlich das Männlichste, was ich mir vorstellen kann. Ist Boss-Modus, ja? Ich habe keinen Rasenmäher. Oh, ey! Hä, wieso habe ich den Boden beschädigt? Och nee, Digga, guck mal, wie das aussieht.
weil ich zu schnell gefahren bin, glaube ich, ne? Habe ich den Wicked-Modus aktiviert. Schneidewerk höher fahren oder langsamer fahren? Ja, alles gut, das kriegen wir schon hin, Digga. Red mir nicht in meinen Job rein, Digga. Ich weiß schon am besten, wie ich das mache, Kapi. Ja, ich mähe zu kompliziert. Ich hätte viel mehr Fläche machen können, aber dieses Rumgeeier für diese kleinen Stufen und so. So, jetzt rein ins Vergnügen. Oh ja, oh ja. Geil. Ach ja, die Blumen können mich dann auch mal am Arsch lenken, Digga. Oh Mann, die Kante habe ich fast perfekt genommen. Och Mann, also das mit den Blumen müssen wir nochmal lernen. Da habe ich jetzt schon einige kaputt gemacht. Da gibt der Auftraggeber ein bisschen weniger Dingsgeld. Ein bisschen weniger Trinkgeld. Mann, ey, also die Lenkung rückwärts. So, jetzt aber. Wir haben gleich 50%. Jetzt haben wir 50%. Geil. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das wirklich so in Linie zu machen oder einfach nur Freestyle durch die Gegend zu fahren. Immer auf Linie, ja. Also vom innerlichen Monk, von der Befriedigung, gerade Linien ist am schönsten, Digga. Ist am schönsten, bin ich ganz bei euch. In Real ist das ja so, wenn du Rasen mähst, dann ist das so befriedigend, wenn du immer die gleichen Linien fährst, dann hast du am Ende so eine Art Muster im Rasen, durch Rasenmähen. Oh, das ist so geil, finde ich. Okay, also wir haben noch rechts ist noch ein bisschen Fläche, aber wir haben schon gut was geschafft. Ich fahre jetzt Kreise, guck mal hier, Chat. Ich mache jetzt den intelligenten Modus. Ich drück auf Gas für die 500 PS. Oh, Digga, dieses Spiel. Oh, jetzt muss ich mich mal zurücklehnen, Alter. Weil ich die ganze Zeit auf diesen Box sitze, krieg ich schon richtig Rückenschmerzen. Ja, weiß ich, die Kreispolitik ist nicht so gut aufgegangen. Die beiden, da müssen wir auch noch gleich mal ran. So. Oh. Zeit für einen Trimmer, ja. Ja, geil. Also das hat mir immer am meisten Spaß gemacht, Digga. Sag ich ehrlich, so wie es ist. Das Ding hat mir immer am meisten Spaß gemacht, wenn ich Rasen gemäht habe, da mit meinen Großeltern. Die Grafik aber wirklich on point hier. Hä? Also okay. Das ist ja super dämlich gemacht. So, wollen wir mal bei denen in den Garten reingehen, mal gucken, was hier los ist. Ob da eine geile Susi am Start ist. Hier, guck mal, das sieht auch scheiße aus. Ja, kann ich nicht kaputt machen, Digga. Hey, mal live. Alles kaputt. Egal, wir machen Feierabend. Wir machen Feierabend. Scheiß auf den Laden hier. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss ja eher ein Belohnungssystem aktiviert werden. Sieht gut aus. Sieht alles gut aus. Okay, bestätigen. Ach, Digga. 260 Pfund habe ich damit verdient. Zentrale kaufen. Oha. Man kann ja richtig alles noch kaufen, Digga. Man kann Werbung kaufen. Firma bearbeiten. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen Absprung. Werden auf jeden Fall nochmal reingehen und dann die komplizierteren Missionen machen. Das war jetzt erstmal nur ein Reingeschnuppere.